Você mal. Aber es war wirklich eine gute Idee, nicht auf volle Segel zu gehen. Ist hier mein gefährlich heute. Diese Sandbank, wo kommt denn die schon wieder her? Schnell Gas geben, solange wie die Welle noch da ist. Ich bin echt irgendwie überlegen, ob man nicht eventuell mal kurz aussteigen und das Boot reparieren. Wo kommt eigentlich die Hütte her? Waren wir da schon mal? Sieht sehr spannend aus hier. Habe ich hier schon mal angelegt? Ich weiß es nicht. Bank. So, repariert. Ey. Die waren wir offensichtlich noch nicht. Und? Und auch sonst immer so gut geil. Okay, ist nicht. Ja gut, haben wir noch ein bisschen. Nee, jeder weitere Punkt wird mich Gummipunkte machen. Habe ich es noch erwischt? Hier. Okay. Halt, was von? Eine Runde Gas geben, eine Runde ausparken. Danke, Njörd, für die Starthilfe. Wir finden die schon. Und wenn nicht, ein Pech gehabt. Dann müssen wir noch weiter suchen. Wir umsegeln gerade Wildschweinkap. Echt eine Menge Wildschweine und Rehe. Hirsche. War das nicht heute nicht ob volle Pulle gehen? Das hat mal entspannt. Einfach mal die Küsten abzusegeln. Mutti ist erschöpft und kann nicht mehr mit den Flügeln schlagen. Jetzt müssen wir selber weiter rudern. Ah. Das zögert es nur hinaus, aber es wird uns nicht davon abhalten. Wir rudern, rudern, rudern.
War gestern auch witzig. Ich habe gestern mein Teeregal mal ein bisschen aufgeräumt und ausgemistet. Weil ich habe teilweise Tees, die habe ich seit weiß ich nicht wie vielen Jahren und habe die nie getrunken. Und dachte mir, okay, jetzt haust du halt weg. Habe ich doch tatsächlich noch einen alten Weihnachtskalender von mir gefunden vom letzten Jahr. Es gibt doch bei Thalia diese Teekalender. Da hatte ich mir letztes Jahr halt einen geholt. Und aus irgendeinem Grund habe ich den nicht beendet letztes Jahr. Und ich weiß nicht warum. Habt ihr Weihnachtskalender? Und wenn ja, was für einen? Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal erzählen, ob ihr einen habt. Und wenn ja, was für einen? Ob ihr so den Standard mit Süßkram habt oder doch eher was Besonderes? Ich habe es irgendwie dieses Jahr versäumt, mir einzukaufen. Und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann mache ich einfach da weiter, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Mit dem Tee. Aber war schon witzig. Hast du einen simplen Schoki-Kalender geschenkt bekommen? Oh, wie schön. Und da vielleicht mal eine kleine Meinungsumfrage. Weihnachtskalender für Haustiere. Ja oder nee? Ich finde es ja ehrlich gesagt ein bisschen albern, als ob die Tiere verstehen, worum es da geht. Aber manch einer findet es vielleicht trotzdem ganz witzig, keine Ahnung. Ja? Reine Geldmache, ja, sehe ich auch so. Genauso wie diese Gabenteller für Haustiere. Ich meine, fressen können die immer, ne? Ist das ein... Das sieht ein bisschen aus, ne? Wie ein Leviathan da drüben. Der Wind dreht. Der Wind weht. Und hier sieht es sehr eisig aus. Grob drehen. Ja, was ist das ein Leviathan? Ja, doch, hat diese komischen Barnacles. Also diese komischen Muscheln. Da sind Möhrchensamen. Ah! Kann doch nicht das Steuer loslassen! Wir sehen sie immer noch nicht, aber da leuchtet so blau. Und wo es blau leuchtet, ist in der Regel irgendwas zum Looten da. Was sagt unser Bötchen? Dem geht's gut. Nächste Kurve. Aber bisher eine Hylia. Was ist da los? Der Gutste mag uns nicht. Ja, dann steht noch was blau. Aber das sieht mir nach dem Nest aus. Weiter, immer weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Wortwörtlich. Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Bei uns kommt Wald. Habe ich tatsächlich nie geguckt, als die Tiere den Wald verließen. Was sind Zecken? Iuuh. Iuuh.
Gas geben, Gas geben. Die mag ich ja nun gar nicht. Geht. Ey, ganz ehrlich, die Zecken sind echt das Widerlichste in dem gesamten Spiel. Das ist ja gial harmlos gegen. Ah, die Zecken. Bah! So ekelig. Vor allem, wenn man die hier nachts rumspringen sieht. Da, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Oder wo sie vorher nie waren. Bah! Wir reisen gerade auf die Agro zu, glaube ich. Ne? Ihr bleibt mal da, ne? So. Ich glaube, wir haben genug Gas gegeben. Wer prügelt sich denn da mit wem? Das kann ein bisschen dauern hier. Sagt der Weihnachtsmann im Boot. Steckt schon wieder fest, ne? Wiggeln wir uns mal ein bisschen raus. Da hinten finden schon wieder Schlachten statt. Das ist okay. Das dürfen die gerne tun. Nehmen wir uns bitte. Halt, andere Seite. Beziehungsweise. Das geht nach vorne. Flucht nach vorn. Los. Fahr, mein Bötchen, fahr. Fahre weit, fahre fort. Schön, wenn man hier mal auf die Sandbänke aufläuft. Meine Güte. Der Sumpf spielt sich aus der Dunkelheit. Der Abstand zum Ufer. Na gut. Die lange Dürrefinger und die Äste sich in den Himmel. Ah, da ist Jagd. Also nun da zur linken Seite rausschauen, sehen Sie einen Bornpunkt von Jaglut. Heute wollen wir ihn mal nicht wecken. Wir haben uns das letzte Mal schon mit ihm angelegt. Da haben wir ihm auch ein paar Zähne gezogen und dementsprechend, ich glaube, der mag uns gerade nicht gut leiden. Dann ist sie doch hier. Ich sehe schon kommen, dass wir sie wahrscheinlich gerade weit umschiffen. Aber dann sieht man mal wieder ein paar schöne, interessante Gegenden. Waren ja auch schon lange nicht mehr mit dem Boot unterwegs. Wer weiß, vielleicht finden wir sogar ein Schlängelchen. Das wäre mal wieder cool. Könnte man wieder Schlangenzuppen machen. Lecker Schlangenentopf. Ja, ich hätte immer Langeweile und fahre dann doch heute schon über den Rand hinaus. Aber nee, jetzt mal. Alles gut. Ich glaube, du hast mir schon genug Tipps gegeben. Es ist halt einfach nur. Ich bin ungeduldig gerade. Ich weiß auch nicht. Einfach ignorieren.
Ich umschiffe jetzt hier einfach diesen einen Kontinent. Oder Land, diese Landmasse hier. Wenn ich sie dann immer noch nicht gefunden habe, dann... Joa. Kannst du Feuerteufel? Das Segel ist echt viel zu tief. Was sind das für... Ach so, das sind Sucher. Juh. Die Nebellande lassen grüßen. Er besucht uns nicht mehr, deswegen kommen wir jetzt schon hier. Wir spawnen hier jetzt überall, was ist da los? Der Wind bleibt weg, das ist gerade ungünstig. Das ist gerade sau ungünstig. Bin ich nicht in Ordnung? Nein, sorry. Ich mag mich mit denen gerade nicht anlegen. Wir gewinnen gerade ein bisschen Wasser. Soll es nicht? Ich mag jetzt überhaupt nicht mit Käfern. Ich habe genug Käfer gehabt vorgestern. Ich will gerade keine Käfer mehr. Bitte lass mir die Käfer weg. Lass die Käfer weg. Lieber lege ich mich gerade mit einer Schlange an, als mit denen. Die Schaben kommen. Komm schon. Komm. Los, mein Bötchen, mach ihn. Wir wollen hier weg. Wir wollen hier ganz schnell weg. Oh, wait, wo bin ich hier? Welche, sind das hier Inseln oder... oh Gott, Becken! Oh, zum Glück können die nicht schwimmen. Wo muss ich lang? Ich muss mal hier lang, ne? Nee, das ist von unserem Schiff. Oh. Ich hasse Zecken. Auch im Real Life, aber hier im Spiel habe ich gerade so keinen Bock mehr auf irgendwelche Insekten. Auch irgendwas vor sich hin. Oh, Mutti ist bereit. Die Person. Oh, und essen sollte man auch. So. Besser. Was hier vor uns ein Sandbank oder war das gerade nur eine Welle? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hallo Drake, wir suchen Hildir. Und finden im Moment nur Insekten. Ich habe keinen Bock auf Insekten. Ich mag keine Insekten mehr. Und bisher sieht es mit Hildir nicht so besonders gut aus. Uah. Wovon krieg ich... Och nö. Na gut. War minimaler Schaden, das ist okay. Mami, was ist los? 11 Uhr war noch? No? 11 Uhr Warnung der Katzen. Mau. Ist ein bisschen weit weg. Okay. Yeah. Sorry. Wir suchen die Hildir und wir finden sie nicht. Und wie Natur ja schon meinte, es ist ein saudummes Konzept, sich so dermaßen vor seiner Kundschaft zu verstecken. Als Händler.
Ist ja lecker, schöner Surabraten. Wir haben so viel Surablech gehabt, dass wir schon alles in den Vernichter getan haben. Ich hab's geahnt. Landmasse. Und wir steuern direkt drauf zu. Sail away. Du isst Würstchen statt Sucher zu grillen, okay. Kunden wollen nicht angequatscht werden und Verkäufer wollen auch nicht so viele Leute im Laden haben. Das mag sein, aber es wirkt immer so, als hätten die gar keine Leute im Laden. Zumindest bei Haldor sieht das immer so aus. Weißt du, er sitzt mitten im Wald und ich bin der Einzige, der ihn besucht. Ja, so Werbetafeln da lang. Das wäre natürlich auch richtig geil. So richtig schöne fette Neonschilder. Gemacht aus Smileys. Weil die am meisten, weil die richtig weit leuchten. Im Gegensatz zu normaler Schrift. Und Leuchtquallen gibt es hier nicht. Oder hier diese. Glow Wits. Hier in Minecraft. Die gibt es hier leider nicht. Vielleicht wissen die Händler einfach, oh, die steht immer nur einen Kandidaten nach Wahlheim, dann lohnen sich die Werbungskosten mit den heutigen Energie. Ja, okay, weißt du, aber trotzdem, aber dann ist ja gerade bescheuert, dass sie sich dann so weit abseits, sich so weit abseits verziehen. Das macht doch da keinen Sinn. Wenn die wissen, die haben nur einen einzigen Kunden. Ja, nee, der muss er nicht verdienen. Ich meine, was für ein Quatsch ist das, weißt du? Das ist ja genauso wie mit diesen bescheuerten Werbepartnern, die eben sagen, ja, okay, du darfst für uns Werbung schalten und du musst von uns ein paar Sachen kaufen und dann kriegst du prozentual, dann kriegst du einen Werbelink und dann kriegst du erst prozentual, dann, wenn Leute drauf was kaufen, kriegst du prozentual so 5% oder so. Das ist genau derselbe Scam irgendwie. Also ja, sowas gibt es tatsächlich wirklich so. Auf Instagram haben mich schon solche Leute angeschrieben, so von wegen, ja, wir hätten dich gern als Werbepartner und dafür musst du von uns Sachen kaufen und dann kriegst du von uns einen Link und dann bist du bei uns hier so, keine Ahnung. Und mit dem Link, dann können andere dann etwas günstiger einkaufen und man selber kriegt dann irgendwie so, keine Ahnung, einen minimalen Betrag dafür. Und das, was sie ja dann mal verkaufen, ist der letzte Rotz. Oder von der Art Shop gibt es dann zigtausende. Genauso wie diese ganzen VFX-Artists, die einem dann mittlerweile folgen. Auf Instagram, ich weiß nicht, ich glaube gefühlt besteht die gesamte Followerschaft auf Instagram nur aus diesen Artists, die einfach nur hoffen, dass sie mit einem Geld machen können. Und alle bieten aber genau das gleiche Zeug an. Es sieht alles gleich aus. Ja, nicht, da hebt sich keiner so richtig vor. Und dann denkt man sich so, wieso machst du hier Werbung, ganz ehrlich? Geh doch auf Fiverr. Aber dann, weiß ich nicht, hol dir dann entwickel dir einen eigenen Stil und machen und kopier nicht die Kopie von der Kopie von der Kopie. Ganz schlimm. Oh, der Wind kommt ja schon wieder von vorne. Warum? Ja, der ist so. Stream Elements, ich meine immerhin, aber da kannst du dann halt selber entscheiden, ob du das annimmst oder nicht. Ich meine, gut, kannst du überall auch, aber dann sind das immer so Werbungen für irgendwelche Handy-Games und die würde ich nie spielen. Warum soll ich die bewerben? Ja, ist so. Das ist eigentlich total bescheuert.
Ich meine, ich habe nichts gegen Mobile Games, ja. Es gibt wirklich gute, aber es gibt gute. Aber die, die man da bewerben soll, die sind so gar nicht mein Interessengebiet. So Clash of Clans und so ein Kram. Ich meine, da gibt bestimmt Leute, die sowas gerne spielen, aber ich persönlich. Nee. Wenn man selber nicht dahinter steht, macht es auch keinen Sinn. Ja, hier, neues Clash of Clans. Viel Spaß dabei. Ich find's vom Kotzen, aber hey, ich mach trotzdem Werbung, weil ich brauch nicht eine Hütte. Nee. Irgendwas, was ich mal in Erwägung gezogen hätte, wäre Hello Fresh, aber hab selber kein Geld, um das auszuprobieren. Ja, ich sag mal so. Ich hab's ausprobiert, ist ganz nett, vor allem wenn man kochen lernen will. Aber es ist nicht wirklich billiger. Ich meine, ja, du musst nicht selber einkaufen, du kriegst halt alle, du sagst halt, okay, ich hätte gern das und das und das essen, weißt du, so wie Kantinenessen damals, dann füllst du einfach nur eine kurze Liste aus und dann, ja, zahlst du halt, weiß ich nicht, 40 Euro für die erste Box oder so. Ich meine, hat was, aber die Rezepte sind ganz praktisch, aber die kannst du ja auch so kriegen. Vielleicht muss man für gute Produkte gar keine Werbung machen, nur so ein Gedanke. Exakt, das auch. Aber du bist halt als Influencer halt ein bisschen darauf angewiesen, wenn du halt noch ein bisschen mehr, wenn du von Subs alleine nicht leben kannst oder so, oder Werbepartner machen sich halt immer ganz gut. Und ich weiß nicht, gerade das, was alle bewerben, weiß ich nicht, ob man das dann unbedingt noch bewerben muss, weil das wurde ja dann schon beworben und, keine Ahnung, je nachdem. Ich glaube jetzt mittlerweile braucht man nicht mehr. Ups, aber hier hänge ich jetzt ein bisschen fest. Bremsen. Wir müssen zurück. Das ist hier ungünstig. Hallo. Rückwärtsgang, bitte. Nee, falsche Richtung. Rückwärtsgang, bitte. Wir kommen hier nicht durch. Hier ist Landmasse. Gut. Düt. Ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum das Boot da drüben ist. Wir sind vielleicht auch schon aufgelaufen. Haben sich auch verfahren. Und HelloFresh, weiß ich nicht, machen mittlerweile auch schon so viele Leute Werbung. Weiß ich gar nicht, ob sich das noch lohnt. Ich glaube, mittlerweile ist da der Markt doch ziemlich abgegrast. Ich glaube, die meisten, die das benutzen, nutzen das halt schon. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie großartig nicht Interessen senden sind oder so. Wir müssen irgendwann mal wieder in unser Boot reparieren. Mal jetzt schon wieder hier so übelster Wellengang ist, das geht nicht. Vorausschauen, das war ungenügend. Ey, das kann man doch vorher nicht wissen. Das war außerhalb meiner Render-Distance. Und auf der Karte sehe ich es nicht. Also jetzt schon, aber vorher nicht. So. Kann ja jetzt wirklich nur noch. Es ist wirklich nur noch auf diesem letzten Zipfel hier, ne? Kann ja nur noch. Maun? Was ist Maun? Hallo Mount. Boink. Hi Mountsy Mount. Kann ja jetzt nur noch hier sein. Und wenn sie hier nicht ist, ist sie doch irgendwo fest dann. Ja, das wird lustig. Sandbank? Sandbank.